Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar das erste Mal in Patch 8.2.5. Und zwar wollen wir uns heute alle Collectibles aus dem neuen Patch anschauen. Das beinhaltet einmal die Erfolge, die Mounts, die Pets und die Toys. Und diesmal habe ich mich entschieden, alles in ein Video reinzupacken, da es nicht ganz so viel ist und es wenig Sinn machen würde, alles aufzusplitten. Wir schauen als erstes auf die Erfolge. Und zwar bin ich jetzt bei insgesamt 3821 von 3831 Achievements. Heißt, mir fehlen insgesamt 10 Stück. Davor waren es 8. Dementsprechend müssen 2 Erfolge neu dazugekommen sein. Und eins davon finden wir unter Quests, dann Battle for Azeroth. Und wenn wir ein bisschen runtergehen, dann haben wir der vierte Krieg. Und für diesen müssen wir die neue War-Campaign abschließen. Heißt, die alten beiden, die wir vorher schon hatten, brauchen wir plus den neuen Strang, den es jetzt mit dem Patch neu dazu gab. Und falls ihr nur eine Fraktion spielt, werde ich die nächsten Tage beide Versionen einmal durchspielen, also sowohl die Horde als auch die Ali-Version, und dann auch ein Video dazu basteln. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gerne reinschauen. Die Cinematics habe ich mir im Vorfeld schon auf Englisch mal angeschaut. Die sind sehr, sehr cool. Ich freue mich schon selber zu spielen und dementsprechend dann auch die deutschen Cinematic-Trailer zu haben. Dann haben wir das zweite Achievement, das finden wir unter Spiele gegen Spieler. Und dann haben wir einmal das hier unter Altraktal. Da haben wir nämlich ein Achievement, das nennt sich das alte Raktal. Und dafür müssen wir 200 zeitversehrte Abzeichen durch Teilnahme an Quests im klassischen Altraktal erspielen. Dieses klassische Altraktal könnt ihr jetzt noch nicht basteln. Und zwar geht erst Mitte November der 15. Geburtstag los. Und das PvP-Event ist quasi dieses klassische Altraktal. Und dafür gibt es auch wieder 10 Achievement-Punkte und zudem nochmal den Kampfwider der Sturmlanzen. Heißt ein Mount, und ich würde sagen, neben den beiden Achievements gucken wir uns als nächstes die Mounts an. Und dort haben wir gleich schon mal den Kampfwider der Sturmlanzen. Und dieser Kampfwider der Sturmlanzen ist dementsprechend die Belohnung. Wie gesagt, den bekommt ihr erst, wenn der 15. Geburtstag anfängt. Und das ist, glaube ich, 15. 16. November, irgendwas in dem Dreh, und geht bis Ende vom Monat quasi. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Selbiges gilt natürlich für den Obsidian-Weltenbrecher. Ein schickes Staffing-Mount, eins der coolsten Mounts, auf die ich mich richtig, richtig freue. Und auch diesen kriegt ihr erst, wenn der 15. Geburtstag losgeht. Den erhaltet ihr für einen Erfolg, beziehungsweise besser gesagt für eine Heldentat. Die haben wir jetzt gerade nicht gesehen, und zwar heißt die Erinnerung von Feuer, Eis und Dämonen. Und dafür gibt es einen extra Schlachtzug, der aus alten Raid-Bossen besteht. Und diesen Schlachtzug müsst ihr durchspielen und dann bekommt ihr dementsprechend hier dieses Mount. Und ja, da müssen wir uns, wie gesagt, auch noch ein wenig gedulden. Das nächste, was wir haben, ist die Biene. Das Bienenmount ist endlich am Start. Eins der Mounts, die ich schon seit Anfang an von BFA sehnsüchtig erwarte. Und für dieses müsst ihr erstmal dieses Hummelbummel-Pet haben, wo ich auch schon einen Videoguide gemacht habe, dass ihr hier farmen könnt. Oder besser gesagt, die Quest hier farmen könnt, ein paar Dailies machen müsst und solche Geschichten. Und wenn ihr das habt, dann einfach bei dem Typen hinter mir mit dem Bienenpet abgeben, eins für Quest machen, ihr schaltet eine Ruffraktion frei, für die ihr so Gelee sammeln müsst, und das ist ein ziemlicher Grind, und wenn ihr die auf Ehrfürchtige gegrindet habt, kriegt ihr quasi das Bienenmount. Das ist die Kurzform. Ich werde einen ausführlichen Videoguide die Tage machen, und da könnt ihr das dann gerne nachgucken. Genau, das sind jetzt die ersten drei Mounts. Es gibt aber insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 sogar. Und zwar, das nächste, was wir uns angucken können, ist dann auf der Hordenseite der Frostwolf hier. Den bekommt ihr auch für das Alterac Achievement. Heißt, das ist die Hordenversion und dementsprechend das vierte Mount. Dann haben wir noch 2 Mounts, die auch eigentlich zu dem Patch gehören, aber so ein bisschen vorher schon erhaltbar war. Für den 15. Geburtstag gibt es eine Collector's Edition, und da gibt es 2 Pets, und zwar einmal so ein Alabaster-Schwinge für die Horde und einen Alabaster-Greifen für die Allianz. Jetzt geben wir das auch mal noch ein, Alabaster, genau, hier diesen Greifen. Diese beiden könnt ihr aber auch im Shop so kaufen, im WoW-Shop, also ihr musstet nicht diese Collector's Edition holen. Ich habe es ja auch verpasst, und die war nach ein paar Minuten ausverkauft und kostet auf eBay jetzt einen Haufen Geld. Wenn euch nur die digitalen Produkte interessieren, könnt ihr euch das auch einfach im Shop kaufen, falls euch das interessiert. Das sind dann quasi Mount Nummer 5 und 6. Dann gibt es noch 2 Mounts, die auch noch nicht hier im Spiel angezeigt werden, und zwar die Werbt einen Freund Mounts. Die sollen auch jetzt mit Patch 8.2.5 reinkommen, und zwar seht ihr hier einmal ein Bild davon. Da haben wir nämlich einmal hier dieses Flugzeug
und dementsprechend ein Kamel. Es gibt dann noch weitere Sachen wie so einen Rucksack, ein Transmog-Items verschiedene und auch ein Pet, was da noch reinkommen soll. Die werden bis jetzt aber hier in-game noch nicht angezeigt, beziehungsweise auch wenn man jetzt hier drauf guckt, kann man noch nichts mit dem neuen Werbt ein Freund-System machen. Vielleicht folgt es jetzt die Tage noch, da muss man ein bisschen abwarten, aber da gibt es theoretisch dann auch nochmal zwei Mounts, die man sich hier erspielen kann und damit kommen wir insgesamt auf 8. Einige müsst ihr jetzt halt warten. Das Einzige, was ihr euch eigentlich direkt farmen könnt, ist die Hummel. Tatsächlich das alles andere und gut, das könnt ihr euch kaufen. Auf alles andere müssen wir leider noch ein bisschen warten. Dann schauen wir nochmal bei den Pets rein. Ich habe jetzt mal meine Promotion-Sachen, die mir noch fehlen, ausgeblendet und nur die neuen haben wir jetzt hier drin, die mir noch fehlen. Das sind einmal drei Falter, eins, zwei, drei und diese drei Falter, die gibt es alle hier im Sturmsangental und zwar gibt es hier ein paar neue Rares, die auch mit diesem Bienenmount zu tun haben und ja, die können die unter anderem droppen. Hier Honigkauer, den kenne ich schon, das ist ein Rare, der läuft irgendwo da hinten rum, der bringt immer 500 Ruf für diese Bienenfraktion, das habe ich mir auf dem PTR schon ein bisschen angeguckt und die anderen werden auch dementsprechend solche Rare-Drops sein. Dann haben wir noch hier eine kleine Katze, da ist der Drop noch relativ unbekannt. Er steht bloß dran, dass sie Lügen erzählt. Man soll ihr nicht glauben, quasi. Was das heißen mag, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich da nochmal einen extra Guide machen, sobald ich das rausgefunden habe. Und das letzte ist der kleine Nefarian. Und der hängt auch mit dem Geburtstagsevent zusammen, also mit dem 15. Geburtstag und dementsprechend auch erst im November spielbar. Hier an der Pet-Front tatsächlich auch nicht so viel zu tun. Und wenn wir jetzt noch auf die Toys gucken, ihr seht, das sind die, die mir fehlen. Es sind keine neuen Toys dazugekommen. Das sind beides alte Toys. Und ja, dementsprechend haben wir als Collector-Sammler quasi nicht so viel zu tun, aber Bienenmount wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, da man da doch ganz gut grinden muss, so wie ich das gesehen habe. Und wie gesagt, da kommt morgen, denke ich mal, spätestens noch ein bisschen ausführlicheres Video, wie genau man das sich erfarmen kann. Ja, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, ist irgendwas hidden, was ich jetzt hier nicht aufgedeckt habe, schreibt das gerne in die Kommentare, dann können wir uns gegenseitig ein bisschen helfen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euch la, bis zum nächsten Mal. Ciao.